Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen internationalen Kochvideo von mir. Heute koche ich Lamm-Tagine mit Aprikosen und Mandeln oder auch Cashewnüssen zum Teil. Ein köstliches marokkanisches Gericht, mashallah, das liebe ich sehr. Hähnchen-Tagine mit Aprikosen und Mandeln, das hatte ich schon mal gekocht. Das Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Zwar habe ich das ähnlich gekocht, aber doch auch immer wieder ein bisschen anders, da ich jedes Gericht immer wieder nach Gefühl ein wenig abwandle. Wie einfach man dieses herrliche Gericht zubereiten kann, das zeige ich euch jetzt inshallah. Zuerst geben wir natürlich wieder das native Kokosöl in den Topf, denn wir verzichten grundsätzlich auf das ungesunde, toxische Speiseöl. Und dann kommt eine gehackte Bio-Zwiebel hinzu, wird eine Weile kurz mit angebraten. Dann gebe ich den Trester meines natürlichen Antibiotikums hinzu, ordentlich viel diesmal, etwa 2 bis 3 Esslöffel. Die zwei Zutaten werden nur kurz angebraten und dann kommt auch schon das Lammfleisch hinzu. Das sind hier etwa 300 bis 400 Gramm, in kleine Würfel geschnitten. Man könnte allerdings auch große Stücke nehmen, das würde fürs Auge sehr viel schöner aussehen. Die drei Zutaten werden dann so lange angebraten, bis das Fleisch braun sein wird. Möglichst nicht auf ganz so hoher Flamme, sondern auf relativer höherer Mittelflamme, damit nichts anbrennt. Zur Not könnte man ein klein wenig Wasser hinzugeben und dann kommen die Gewürze hinzu. Himalaya-Salz, frisch gemahlener Koriander, Paprika, das ist das marokkanische Gewürz, das Ras el Hanout, das ist getrockneter Ingwer, frisch gestoßener schwarzer Pfeffer. Dann haben wir hier Kurkuma, das ist Kreuzkümmel gemahlen. Das ist meine selbstgemachte Gemüsebrühe, die ist jetzt immer unverzichtbar für alle Gerichte, die schmeckt so gut. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben, dann haben wir echten Safran hier und Zimt gemahlen. Wenn Zimt möglichst frisch gemahlen, dann hat er ein sehr viel intensiveres Aroma. Die Gewürze kommen jetzt hier hinzu und werden ganz kurz mitgebraten, bevor wir sie dann mit biopassierten Tomaten ablöschen, damit nichts anbrennt. Möglichst die Flamme eben nicht ganz so hoch, wie schon gesagt. Von den passierten Tomaten geben wir etwa 200 Gramm hinzu. Und dazu geben wir dann das selber destillierte Wasser noch hinzu. Wenn ich von destilliertem Wasser spreche, meine ich immer mein selber destilliertes Wasser, denn das ist das reinste und gesündeste Wasser. Das benutze ich für alle Vorgänge in der Küche und natürlich zum Trinken. Bitte nicht verwechseln mit dem fälschlicherweise genannten destillierten Wasser vom Baumarkt. Hier geben wir jetzt Salzzitronen hinzu. Das sind meine selbstgemachten Salzzitronen, die sehr gut zu diesem Tagine dazu passen. Die geben dem Tagine eine pikante, säuerlich-salzige Note und erreicht dann schon eine Viertel so eine Salzzitrone, klein gehackt. Ferner habe ich dann noch hier dieses Met hier, also das Boxhornklee hinzugegeben, das man möglichst zwischen den Fingern zerreiben sollte. Das ist eigentlich kein marokkanisches Gewürz, sondern ein indisches Gewürz, aber ich gebe das trotzdem gerne zu meinen Lamm-Tagine hinzu, weil das gut passt, wie ich finde, und einen sehr leckeren Geschmack abgibt. Als nächstes werden wir dann noch die Aprikosen hinzugeben. Man könnte sie allerdings auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzugeben, also erst nachdem das Fleisch halb weich gekocht ist, damit die Aprikosen nicht ganz so matschig werden. Denn die brauchen nicht ganz so lange beim Kochen wie das Lammfleisch. Aber selbst wenn man sie jetzt schon hinzugibt, geben sie dem Gericht am Ende einen ganz unverwechselbaren, herrlichen Geschmack. Während das Lammfleisch dann lange vor sich hin köchelt, bis es ganz zart sein wird, werden wir in dieser Zeit schon mal die Nüsse und die Aprikosen hier in heißem Kokosfett anbraten. Allerdings sollte man das nicht auf so hoher Flamme und auch nur ganz kurz tun, damit nichts anbrennt. Bei mir sind beide Zutaten leider ein wenig angebraten, weil genau in dieser Zeit die Hausklingel losging, sodass ich kurz zur Tür gehen musste und in dieser Zeit sind die natürlich etwas angebraten. Aber Herlenschale, einige davon konnte man trotzdem noch verwerten. Und die stellen wir dann zur Seite, bis dann das Lammgericht fertig sein wird. Also sobald das Lammfleisch richtig zart und weich sein wird, geben wir dann noch einen Esslöffel Biohonig hinzu. Der darf im Lamm-Tagine auf gar keinen Fall fehlen, denn der sorgt für die süße Komponente in dieser geschmacklichen Kombination aus fruchtigen, sauren, süßen und bekannten Geschmackserlebnis in einem marokkanischen Tagine-Gericht. Dann habe ich noch einige vorgekochte Bio-Kichererbsen hinzugegeben. Die strecken das Gericht ein wenig und passen auch sehr gut dazu, wie ich finde. Und sobald wir die untergemischt haben, werden wir jetzt noch die angebratenen Aprikosen und Nüsse hinzugeben und diese untermischen. Den Herd haben wir schon ausgestellt, das Gericht ist ja jetzt fertig. Wir sehen, einige Aprikosen sind dann doch etwas angebrannt, leider.
Das solltet ihr dann einfach besser machen und eben aufpassen, dass es euch nicht passiert. Ja, und dann können wir noch mit etwas Petersilie dekorieren. Und damit ist dieses leckere Tagine auch schon fertig und könnte jetzt serviert werden. Und sobald wir dann einige Schöpflöffel davon auf den Teller gegeben haben, werden wir diese nochmal wieder dekorieren mit einigen der Aprikosen und der Nüsse und mit etwas Petersilie. Dieses Tagine ist eines meiner Lieblingstagines, auch wenn ich fast jede Art von Tagine gerne mag, denn die Kombination aus gegensätzlichen Geschmacksnuancen, wie eben die Süße vom Honig, dem Zimt als Gewürz dazu, das fruchtig-saure durch die Aprikosen und die Salzzitronen, die auch gleichzeitig das Bekannte mit einschließen, eben diese gegensätzlichen Geschmacksnuancen in solch einem Tagine sind eben das Besondere, das Faszinierende für mich, das Exotische an dem deliziösen Geschmackserlebnis solch eines Tagine, wie ich finde, insbesondere was das Lammtagine mit Aprikosen betrifft. Auch deshalb, weil ich Lammfleisch seit meiner Kindheit sehr gerne mag. Denn das Aufwachsen auf einer Farm in Namibia prägt einen doch für den Rest seines Lebens. Ja, dieses Tagine und auch jedes andere Tagine könnte man theoretisch auch mit meinem kohlenhydratfreien Leinsamenfladenbrot zusammen verzehren. Das Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Auf diese Weise könnte man das Gericht sogar ketogen halten. Also ohne nennenswerte Kohlenhydrate und gesund, denn das Leinsamenfladenbrot ist eins von den gesündesten Beilagen zu jedem Gericht und es schmeckt super gut dazu. Damit ist dieses herrliche Lammtagine beendet. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen. Und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr das Video teilt mit euren Bekannten und Verwandten, vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.